Mallorca Police, welch exotischer Name aus der guten alten Reisezeit ohne Corona-Stress mit allem, was dazugehört. Der Name ist geblieben und für viele junge Leute, die eben ganz einfach mal auch den Kurztrip ins Ausland, ins europäische Ausland wohlgemerkt, wagen oder ihn tätigen, ist es ja nicht ungewöhnlich, einfach mal für 2, 3 Tage sich einen Mietwagen zu schießen und dann eben mit den Kumpels um die Ecken zu ziehen. All diese Dinge, wie gesagt, sind ebenfalls durchaus auch im Urlaub, aber vielleicht gerade im Urlaub, einem gewissen Unfallrisiko ausgesetzt. Und da ist es dann so, dass ganz einfach es gut wäre, wenn der eigene Kfz-Vertrag zu Hause auch diese Schäden mit abdeckt. Wir bewegen uns hier in einem etwas tricky Umfeld, weil ja nicht nur Mietwagen, fremdgenutzte, also selbstgenutzte Fremdwagen entsprechend eine Rolle spielen. Manche fahren ja auch mit ihrem eigenen Fahrzeug ins europäische Ausland und manchmal sogar über die Ländergrenzen hinaus, sodass es einfach so ist, dass eben Marokko oder Ägypten, die zählen ihnen halt nicht mehr zu Europa. Und wer eben mit seinem Fahrzeug sich in Ländern außerhalb der europäischen Grenzen bewegt, der sollte sich auf jeden Fall auch mal schon mal für diesen einen Begriff interessieren, der jetzt kommt. Hier unterscheiden sich die Versicherer teilweise gravierend und solche speziellen Fragen werden Sie nicht mit einer einfachen Google-Recherche klären können. Interessieren Sie sich also bitte, wenn Sie in diesem Umfeld aktiv werden wollen, wenn das Ausland Sie ruft, mit oder ohne Fahrzeug, mit oder ohne Mietwagen, interessieren Sie sich bitte für das Kleingedruckte bei Ihrem jeweiligen Versicherer. Nicht jeder Versicherer versichert jedes Land außerhalb Europas. Insofern, wenn in dem Bereich Ihre Interessenlagen liegen sollten, auf jeden Fall auch mal das Video sich anschauen zur Auslandsschadensdeckung. Weil das spielt hier mit rein. Und ansonsten, wenn es ernsthafte Fragen zu diesem Thema geben sollte oder die Verträge durch uns betreut werden sollen, rufen Sie mich einfach durch. Dann werden wir mal im Spezialfall für Sie recherchieren. Also, wer weitergehende Informationen sucht, der Pfad ist relativ einfach. Ihr seht hier unten die Webadresse www.suche-vorteile.de. Loggt euch ein, klickt auf Service und dann findet ihr immer rechts oben die Suchfunktion. Tippt den passenden Begriff ein und los geht's.